Was geht's, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Sonne und Mond hier bei Crash Fortific 89. Nachdem wir nun den letzten Schutzpatron in unserem Besitz wissen, wird es nun Zeit, dass wir uns auch der letzten Ultra-Bestie widmen. Welche sich hier in der Finalhöhle von Pony befinden soll. Mit dem Codenamen Vielfraß. Das klingt nicht gerade schön. Also, das klingt sehr vielversprechend, aber nicht im positiven Sinne. Finden wir heraus, was es damit auf sich hat und begeben uns hin. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wo sich diese Finalhöhle nochmal befindet. Das war doch die, wo sich... Also ich wollte jetzt nicht den Bissbug-Detektor, sondern den Tauros-Rambock. Damit bin ich schneller. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Auf die Karte. So, nochmal einen Touchstift rausholen. So. Hier haben wir uns... den Schutzpatron geholt. In der Heimkehr. Ich glaube, auf dem Weg zum Machtbaum müssen wir... Auf dem Weg zum Machtbaum müssen, finden wir wahrscheinlich die Ultra-Bestie. Und dann wollen wir im Machtbaum unsere Kräfte austesten. Naja, das heißt, bevor wir noch ein paar Nebenquests erledigt haben. In Canyon von Pony. Hier hat erstmals die letzte Prüfung stattgefunden. Beim Mondschein-Podium. Ich glaube nicht, dass sie sich dort aufhält. Ich überlege mir gerade was anderes. Und zwar, da gab es doch auch so eine Art Turm dazwischen auf einer anderen Insel, wo ein Blumenmeer war in der Nähe. Hey, Moment. Was hat sich denn da? Was haben wir denn hier? Das kommen wir anscheinend erst hin, wenn wir die letzte Ultra-Bestie haben. Finalhöhle. Wo mag sich das nur befinden? Und ich gucke mich ja auch deswegen um, weil es hier vielleicht noch eine Zigarrezelle zu finden gibt. Möglicherweise, ne? Und dann sollten wir uns den Quests widmen, wo ich dann Pokémon fangen kann. Ich muss mich dann halt erkundigen, wann das Pokémon auftaucht, also welchen Seltenheitsgrad es hat. Und dann, oder das könnte ich trotzdem Ostgrün erledigen. Wir wissen ja, wo sich die Pokémon aufhalten. Ja, ich erledige das Ostgrün und kann euch erzählen, was ich für Belohnung dafür bekommen habe, ne? Kann ich so machen. Mal schauen. Darf ich nicht eine Zygarde-Zelle übersehen. Weil es gilt ja noch welche zu sammeln, damit ich dann Zygarde auf 100% freischalten kann. Vielleicht gibt es bei Canyon von Pony, also bei der letzten Prüfung, irgendwo noch eine Zygarde-Zelle. Nein, hier drin ist nichts. Ich frag mich schon, wo sich dieser Vielfraß befinden möge. In Canyon scheint er sich jedenfalls nicht zu befinden. Aber wo finde ich diese Finalhöhle? Das ist die Frage.
Was ist das für ein Geräusch? Das kann auch unmöglich dass die Ultra-Bestie sein. Augenblick, da kann ich durchkriechen. Okay, da war ich anscheinend schon. Da finde ich nichts. Da gibt's nichts. Schade. Ich dachte, ich hätte damit einen Weg gefunden. Ich meine, sieht so aus, als könnte man dort einen weiteren Pfad bestreiten. Aber leider Gottes ist dem nicht so. Natürlich vielleicht einen Weg zu den restlichen Trainern und der TM gefunden. Wenn ich nur wüsste, wo ich danach suchen soll. Naja, zum Glück zurück zum alten Pfad von Pony. Oh. Da passiert was. Hallo? Wenn das nicht Dexy und Sina sind. Hallo, alles klar bei dir? Bist du beim Sammeln der Kerne von Zellen und Zygarde vorangekommen? Ein Zygarde im Optimumform. Ich bin sicher, du weißt, gut einzusetzen. Wenn du mit Zygarde beschäftigt warst, haben wir uns über den Zettring schlau gemacht. Ist schon irgendwie seltsam, dass wir uns hier in einer Region so weit entfernt von Kalos über die Mega-Entwicklung unterhalten. Aber wir sind Trainer. Anstatt hier langweilige Reden zu halten, zeigen wir dir am besten einfach, was es damit auf sich hat. Ey! Fordern mich einfach nochmal zum Kampf heraus, natürlich. Okay, diesmal. Wir haben ja schon gegen Sina gekämpft, also treten wir jetzt gegen Dexio an. Selbstverständlich mit einer Evolu-Entwicklung anfangen. Ha, aber ich habe dagegen die perfekte Waffe, Slimog. Selbstverständlich. Ha, bringt aber nicht viel. Knirscher, beiß es weg. So, so viel zu Psyana. Jetzt kommt noch Raichu. Ja, er setzt anscheinend auf Psycho-Pokémon. Da mache ich dann gleich weiter, ne? Solange jetzt ich nicht auch noch paralysiert werde, passt das schon. Ach du! Ich hoffe, es hat nicht Statik drauf. Vom Steinkante. Nicht gleich paralysiert werden. Jawohl. Boom und weg. Lasho King. Ha. Kein Problem für Kokowai. Los, du bist dran. Zeig's ihm. Ich hoffe, es setzt keine Eisattacke ein. Also, dann mal los. Blättersturm. Yes, das reicht. Was? Nein! 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 Warum hat es das 1 KP überleben? Fuck! Das darf doch wohl nicht wahr sein. Warum musste ein einziger verdammter KP übrig bleiben? Das kann doch nicht wahr sein! So ein Scheiß aber auch! Ist das zu fassen? Komm, gib den Vieh endlich den Rest. Ist nicht effektiv, aber ist mir sowas von wurscht. Metagross. Das ist ein starkes Vieh. Aber nicht stark genug gegen Fiaro. Und seine Geschwindigkeit. Yeah. Zeig's ihn. Zeig ihm, was du kannst. Feuersturm, burn es weg. Schmelze es. Oh yeah, Baby. Das wäre auch ins Auge gehen können, wenn es eine Gesteinsattacke beherrscht hätte.
Huhu, nice. Aber der Angriff wird jetzt höher als der Spitzangriff, das gefällt mir gar nicht. Blitzkanone, Alter. Ja, aber die... Nö. Nur 50, mir wär's lieber, es würde Donnerblitz lernen. Simsala. Mal wieder. Alles in dem Simsala-Fieber. Ach, ich belasse es bei Fiaro. Mal sehen, was du sonst noch reißen kannst. Mal sehen, wie weit es kommt. Rückenwind als erstes mal einsetzen. Was? Oh shit, das setzt eine Mega-Entwicklung frei. Mega-Simsala, jetzt geht's aufs Ganze. Oh, verdammt, alter Schwede. Mir bleibt keine andere Wahl, ich muss wieder wechseln zu Slimog. Ich habe keine Lust da zu riskieren. Mit Unlicht-Pokémon komme ich da besser zurecht, aber es kommt dann mit Fokusschuss auch noch. Aber Rückenwind müsste jetzt dafür sorgen, dass jetzt die Initiative höher ist. Nein! 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 Warum? Rückenwind, was soll das? Oh, verdammt, das Vieh kann nicht auf den Keks gehen. Pampros, bitte sei jetzt mal schneller zur Abwechslung. Und setz Erdbeben ein. Scheiße, das Vieh macht mich fertig. Es hat gegen alles eine Antwort. Selbst Primarine kann nichts ausrichten, weil er Energieball drauf hat. Ich glaube, keine andere Wahl, Top-Beleber, weil ich kann jetzt keine weiteren Runden verschwenden. Slimog, komm wieder zurück. Ich sag's ja, und das würde jetzt meinen Primarine auch one-hitten. Ja. Ich wünschte, ich hätte Energieball für mein Kokowai. Shit. So, aber den Fokusstoß müsstest du jetzt überleben können und den dann deinen Knirscher den Rest geben. Mann, ey. Komm. Komm, überleb das. Yes. So, und jetzt beiß es. Und mach es fertig, bitte. Ja! Gottes Willen, ey. Pokémon hat mir Bestes gegeben. Das habe ich feststellen dürfen. Trainer hält den Schlüsselstein und den Pokémon gibt Stein zum Tragen. So kann man zum Pokémon während eines Kampfes seine Mega mit der Mega-Entwicklung durchführen lassen. Da du dich mit den Zetrinnen auskennst, bin ich sicher, dass Schlüsselstein einsetzen, damit den Megastein die entsprechende Reaktion locken kannst. Wenn du also einen Schlüsselstein hast, kannst du den Pokémon mit dem Megastein eine Mega-Entwicklung durchführen lassen. Das ganze Geschenk bekommst du von mir einen Megastein Simsalanit, mit dem du bei so, dass du die Mega-Entwicklung auslösen kannst. Okay, der Schlüsselstein. Und Simsalanit. Wenn man so darüber nachdenkt, mit Hilfe des Zetterings kann ein Trainer dem Pokémon seine Gefühle vermitteln und ermöglichen es, ihnen ihre Zetterings einzusetzen. Man sollte meinen, dass man damit also auch eine Mega-Entwicklung in Gang setzen könnte. Also, jetzt, dann heißt es jetzt Abschied im Bon Voyage. Ciao. Mann, ey, der Typ hat mich verplatt gemacht. Und hier gibt's kein Pokémon Center. Alter, ich glaube, mein Schwein pfeift aus dem letzten Loch. Oder kann ich hier meine Pokémon irgendwie heilen lassen in Haus? Komm schon, dann muss es doch eine Möglichkeit geben, mich zu heilen. Hapu! Ich kenne auf deinen Strahlen alles so seltsame Sachen. Und Clown hat mein Opa für mich ausgesucht. Puh, ist schon zu Nurin der Heimkehr aufgebrochen. Einfach den Weg. Die Felsgriffe ohne reicht. Alter, sie ist schon längst wieder zurück!
etwa fehlen. Die Farbe des Bodens ist auf einmal ganz dunkel. Dann noch ein bisschen weiter und schon stößt du auf die Ruinen. Danke, dass du uns doch mal die Ruinen zeigst, aber Hapu ist doch ein paar Meter von dir entfernt, wenn du dich nur mal umdrehen würdest. Kann ich mich eins... Ja. Zeit für ein Schläfchen. Hallo? Hey! Hey, was soll das? Aua! Gefällt's dir nicht? Aufwecker! Magst du es nicht, wenn ich im Bett liege? Hat das wenigstens meine Pokémon geheilt? What? Nein! Da legt man sich nur hin und dann hätte ich mal ein Pokémon zu heilen und nö. Mann, gibt's ja keinen Heiler in der Nähe? Muss ich extra zurück zum Pokémon Center latschen? Scheint, sonst müsste ich direkt zurückfliegen oder was? Niemand hier heilt Pokémon. What the fuck? Na schön, dann. Ich vergesse es immer und immer und immer wieder. Ich weiß nicht, ich werde diese Angewohnheit nicht los. Ich werde mich einfach nie daran gewöhnen, dass es die VMs nicht mehr gibt. So. Die Finalhöhle, was? Jetzt müssen wir aber langsam unsere Suche nach der Ultrabeste fortsetzen. So, vorher haben wir jetzt mal richtig geheilt, anständig. Wenn ich schon dabei bin, könnte ich mir mit dem Geld noch zusätzlich TMs kaufen. Was ich jetzt bekommen habe. Ich kann mir noch immer nicht Überstrahl leisten, wenigstens Blizzard. So. Ich kaufe mir dann später noch Heil-Items. Wenn ich erstmal alle TMs habe, dann... Kann ich mich noch mit Heil-Items zudecken? So, fliegen wir nochmal zurück. So. Jetzt nicht zum Kennen von Pony, obwohl anders geht's, glaube ich, nicht. Wir müssen zum Eingang von Kennen von Pony. So. Dann gelangen wir zum alten Pfad und wir können jetzt ja nicht weiterreisen. Es wird längst Zeit, dass ich meinen Auftrag nachgehe. Meinen wichtigen. So. Der Wald vom Pony. Dann beginnt ein neuer Pfad. Mit neuen Trainern. Neuen Herausforderungen. Und eine Zigarrenzelle. Ich muss echt mal diese Optimalform oder wie sie auch heißt, erreichen können. Und ich habe leider Schatz nicht an, aber was für ein Pokémon tauchen überhaupt hier auf? Wie viele Level haben die? Ein Pinsir! Nicht schlecht. Welchen Level hat es? 52. Ja, dann setze ich meine Flottball ein. Ich habe jede Menge Flottbälle bei mir. Der müsste doch was bringen, ne? Komm schon, bitte sag mir, dass es klappen möge. Jawohl, wir haben einen Pinsir. Fehlt nur noch Sichlur zu unserem Glück. So, und schon erreicht der Slimog Level 63.
Geht ja ab mit den Werten wie ein Zäpfchen. So, Pinsir. Registriert. Pinsir, das Kneifgewehr-Pokémon. Ein Stoß mit seinen Hörnern reicht, um große Bäume zu zersplittern. In Alola ist Donarion sein größter Rivale. Früher war es Sichler und jetzt ist es Donarion. Kein Wunder, die beiden haben ja starke Scheren. So. Ich könnte mich aber trotzdem noch umgucken, was es hier für Pokémon noch gibt. Weil außer Pinsir müsste es doch noch ein paar andere geniale Exemplare geben. Na, das ist aber nichts Besonderes. Ich habe jetzt keine Lust auf Donald Trump. Sorry, nein, danke. So, da ist noch ein Pokéball. Gut, dass ich nochmal geguckt habe. Ich muss sowieso den Trainer auch bekämpfen. Trompack, warum nicht gleich die weiterentwickelte Form? Ich hätte schon längst ein Level dafür, ne? Ja, aber durchaus. Okay, ich lasse es jetzt mal Schutz einsetzen. Ich habe keinen Bock auf weitere Störenfriede von Pokémon. Super Schutz. Und wir können uns dem nächsten Trainer widmen. Gibt's einen Top-Trank? Und ich glaube, wenn das ein Karate-Fuzzi ist, dann sollte ich vielleicht Kokowai einsetzen mit unseren Psycho-Attacken. Die könnten wir gerade richtig, Die könnten mir gerade richtig aushelfen in der Situation. So. Hallo? Mein Pokémon kann es kaum noch erwarten. Und dabei drehst du dich auch noch um. Schön, Karate-Fuzzi. Zeig's mir. Schwarzgurt Gaku. Krawell. Ausgerechnet. Halas stärkstes Pokémon. Aber gut, ich bin bereit, dagegen anzutreten. 56? Das sind aber, die haben aber jetzt weniger Level. Aber okay. Los, Psychokinese. Boom. Schon mal nicht schlecht. Was? Eishammer? Seit wann kann es denn... Seit wann gibt es denn diese Attacke? Hammerarm und jetzt gibt's Eishammer? Ja, lol, jetzt müssen diese... muss Hammerarm auch noch ein... Ach, Mann, ein Attribut besitzen. Ein zusätzliches Limit besitzen. Es muss ausgerechnet Eis sein. What the hell? Alter! Ja, verbrenne es, verdammt nochmal. Heilige Scheiße. Das ist doch nicht von Typ Eis und trotzdem macht es so viel Schaden. So viel physischen Angriff kann das Ding doch nicht haben, oder? Der F. Das Vieh abgeht. Mein Herz ist gebrochen. Zum Glück geht es meinem Krawall gut. Es kommt sich um mein gebrochenes Herz. Alter! Also wenn dieses Pokémon abgeht, dann so richtig. Blizzard. Nein. Das lasse ich mal schön bleiben. Oh, Top-Trank. Mein Fiaro, heilige Scheiße, das Mein Fiaro hat Schaden kassiert. Ich weiß, es hat nicht der allerstärkste Verteidigungswert, aber trotzdem. Das war ja schon reichlich übertrieben, Mann. Es war ein paar Level drüber. Wäre es im selben Level, dann wäre das ein One-Hit gewesen. Dabei ist die Attacke noch nicht mal Step. Ups, hallo. Ready, set, go. Alles klar. Okay, Herz ist gegen einen Ass-Trainer antreten. Und das ist jetzt ein Kniffelschein.
Das kommt immer gern mit Psycho-Attacken. Aber bestimmt hat es auch das Attribut Wasser. Dementsprechend... Blättersturm! Und bitte setzt es keine... Okay. Weil ich finde nicht, dass es schon wieder mit irgendwelchen scheiß Eisattacken kommt. Yeah, baby! Und jetzt darfst du auch endlich auf die 60er aufsteigen. Waschaquil. Das ist ein Flugtyp. Ja, Primarin, du bist dran. Einmal 3 Eisstrahl draufsetzen und... Ja. Ist aber ein echt cooles Pokémon. Designtechnisch müsste ich sagen, es ist mein Lieblingsflug-Pokémon fast schon. Weil das Pokémon sieht echt cool aus. Und hat auch einige gute Attacken drauf. Ach Mist. Dein Astral hat nicht ausgereicht. Oh, na warte. Schade, dass ich jetzt nicht eingefroren habe, auch noch gleichzeitig. Knogger. Kokowai. Da du deinen Spezialangriff wieder zurück hast, kannst du das Pokémon doch hoffentlich für mich besiegen. Oh, es ist aber ein Alola-Knogger, ich weiß nicht. Das ist auch von Typ Feuer. Tatsächlich. Nein, verdammt, ich habe das falsche Pokémon. Weg da! Pampros! Was? Fruststampfer? Okay. Was zum Teufel ist das für eine Attacke? Was hat... Ich will es wahrscheinlich gar nicht wissen. Okay. Was willst du denn? Hör auf! Verpiss dich einfach. Hau ab. So, Level 61. Nice. Boah, schon 206 Angriff. Nicht schlecht. Game over. Wo ist er denn? Ach, hier. Congratulations. Spricht er nur Englisch oder was? Ey, Moment, da war was. Da war was. Zurück. Ah, gib her. Eine weitere Zelle. Und da ist noch eine. Aber da huschen lauter Pokémon herum. Und flattern. Noch dazu. Da gibt's Beeren. Habe ich noch was anderes gesehen? Die Bäume rascheln. Hier sind überall. Befinden sich überall Pokémon, die einen angreifen können, auch wenn man Schutz hat. Hallo, bist du ein Trainer? Was? Möchtest du ein VIP-Ticket für mein Zettring-Konzert? Da musst du erst zum zweitbesten Trainer auf der Ebene von Pony werden. Yeah! Zum zweitbesten. Und was ist, wenn ich der Beste bin? Oh oh. Da auch noch? Verdammt. Das ist ein Liminip. Dresselle wäre vielleicht auch ein interessantes Pflanzen-Pokémon. Aber Batz schon. Boah, 57 in Liminip. Sollte sie schon längst weiterentwickelt haben. Boah, ich weiß nicht. Ich glaube, ich komme da nicht durch, ohne dass mich ein Pokémon angreift hier. Was huschen denn für ein Pokémon rum? Ha, hat mich nicht erwischt. Ich glaube, ich lasse es auch. Hier ist es ein echtes Geschick. Hier ist echtes Geschick gefragt. Um hier durchzukommen. Wo führt das hier hin? Ups.
Im Sturzflug kommt ein Ibitak, oder was? Ja, Ibitak. Kein Interesse dran. Ich hoffe, ich kann fliehen, weil die Initiative von Ibitak muss hoch sein. Na, oh nein. Du setzt eine Stahlattacke ein. Was ist mit dir los? Oh nein. Lass mich weg, verdammt, bitte. Nein. Nein, auch das noch. Setzt es gleich zwei Pokémon. Oh, okay. Was wollte es noch ein Pokémon? Warum? Lass mich doch in Ruhe. Lass mich in Ruhe! Ach, Mann! Ja, erst jetzt darf ich fliehen. Dankeschön. Wenn man Kokowai ins Gras beißt. Oh, man. Will diese Gegend jetzt mal durchhaben. Was ist denn hier eigentlich los? Ey, wo bin ich denn jetzt gelandet? Sternstück gibt es hier. Und eine weitere Zigarettenzelle. Nice. Oder eine TM gibt es da oben. Was ist das für eine? Ich muss da vorerst mal an den Trainer vorbei. Mein Team ist startbereit. Es besteht Pokémon, die in den Bergen zur Welt kamen. Ja, umso besser für mein Pokémon, das auf Kokowai Island zur Welt kam. Ich wusste es. Gestein-Pokémon. Perfektes Futter für mein Kokowai. Kokowai. Auf geht's. Blättersturm. Steinkante, du bist mehr einer. Okay, aber jetzt. Wegblasen. Blöd, dass der Blättersturm auch noch den Spezialangriff absinkt. Ich hoffe, es bekommt bald eine bessere Attacke. Brokkolos. Es hat sowieso Robustheit, also wird es nichts bringen. Also macht es nichts, wenn das die Attacke nicht one-hitten kann. Doch, es könnte sie immer noch one-hitten. Naja. Das macht nichts. So. Drachenhammer. So, weg mit dir. Stolz ist eigentlich furchtbar unproduktiv, aber ein Kampf wie die unser wieder unsere erzeugt gegenseitigen Respekt. Hm, das schon. Ich wurde ja auf einen Berg geboren, darum bin ich ja auch ein Wanderer aus Leidenschaft. Das wohl beim Schwimmen ist, ob alle im Wasser zur Welt gekommen sind? Nee. Das muss nicht unbedingt heißen. So. Ja, bitte weiter in Schutz einsetzen. Wir wollen ja noch ein bisschen erkunden gehen. So. Boom. Donnerblitz! Yes! Hanna, also! Coco. Magneson kannst du lernen, schade. Alle anderen natürlich nicht, das war klar. Aber hier, Donnerblitz! Besser als Ladungsstoß im jeden Fall. Yeah, Baby! So habe ich's doch gern. Geht's denn da runter? Das sollte ich auch erkunden. Oh, das sind die Beeren. Nichts Besonderes. Gut, wir haben die TM Donnerblitz. Was? Ach nö. Was will denn dieses Vieh jetzt? Oh, ich glaub's nicht. Das ist eine Molga. Ist auch leider Gottes ein schnelles Pokémon, was bedeutet, dass Fliehen wahrscheinlich jetzt scheitern wird. Oder? Ja. So, auf mich zu schocken. Oder um Hilfe zu rufen.
Gut. Lass mich weg. Lass mich doch weg, Mann. Ich hasse das, wenn das nicht funktioniert. Mit Voltwechsel müsste es, was? Es flieht nicht? Okay. So, jetzt hoffe ich, komme ich hier durch, ohne dass mich ein weiteres verdammtes Wild-Pokémon oh, oh. Nein! Ich habe den Schatten noch nicht berührt! Jetzt kommt ein weiteres Eevee-Talk. Oh, nein! Das ist nervtötend. Ach. Gut, dann tausche ich halt. Dass ich fliehen kann. Nicht Primarin! Fiaro, bitte, das ist schneller. Verschwende zwar damit eine Runde, aber wenigstens komme ich dann in aller Ruhe weg. So. Auf das mir, dass wir jetzt endlich mal in Ruhe lasst. Und Ruhe lässt. So. Zum Ponyblumenmeer. Und wo geht's denn hier lang? Zu einem weiteren Trainer. Oh Mann, es gibt da noch so viel zu erkunden. Aber es gibt ein weiteres Blumenmeer. Noch gleichzeitig. Auch gleichzeitig. Was glitzert denn da Schönes? Was haben wir denn da? Ein purpurnen Nektar. Hier könnte man angeln. Sehe ich auch gerade. Und hier der Pokémon-Suche. Machen wir uns noch ein Bild, bevor wir den Part beenden, ne? Oh. Dreh dich mal um. Na, dreh dich doch mal um. Lass dich anscheinend nicht umdrehen. Okay. Nehme dieses Foto hier, das ist das erste. So. Nicht speichern. So, beenden wir das. Mal wieder ein paar Daumen, ein paar Likes bekommen. Ich wünsche, so viele Likes kriege ich auch auf meine Videos, aber ja, das bleibt wahrscheinlich nur ein Wunschdenken. Vielleicht eines Tages. Als ich mich verletzt hatte, Druckvolum. Er ist mit dem Gartenweg zurück in die Stadt. Das ist ein braves Pokémon. Und da ist noch was. Noch ein purpurner Nektar. Ich frage mich ja gerade, ob das mich zu den letzten... Das könnte es sein. Von diesem Blumenmeer aus könnte ich doch wahrscheinlich es schaffen. Das müsste Gelegenheit dazu sein. Ich will surfen, bitte. Oder geht das nicht? Von hier aus geht das anscheinend nicht. Ja gut, verschwenden wir jetzt nicht länger Zeit. Im nächsten Part machen wir weiter mit dem Blumenmeer. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Dann sind wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt, klickt wieder rein. Euer CrushFootFig89 bis zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Sonne und Mond. Also auf Wiedersehen und tschüss alle.